Schieber. Wir haben, glaube ich, gefühlt eine Ewigkeit nicht mehr gefilmt, aber jetzt melden wir uns wieder zurück. Und zwar, wo sind wir? In Kaljasi. So ein russisches Dorf, wie ihr unschwer erkennen konntet. Sind wir vom Hotel, da wo wir übernachten, durch so einen Wald, wo ungefähr gar nichts ist, es auch kein Internet gibt. Deshalb sitzen wir auch alle immer im Bus. Lassen uns updaten, was alles in der Umwelt passiert. Jetzt sind wir in der Eishalle angekommen, um den Trainingstag zu starten. Просила описать Калязин двумя словами. Одно хорошее, одно плохое. Я начну с плохого. Да, это очень банальное будет слово. Поэтому, что происходит, я не могу описать. Это не в рамках моих возможностей. А хорошее, ну я даже не знаю. Одно слово для двоих, да? Понятно, спасибо. Калязин the best. One love. По-русски, нормально. Мы любим Калязин. И чё? Плохо? Плохо? Всё плохо. Дарик, давай. Калязин. Калязин, белуга. So, wir sind jetzt wieder im Hotel angekommen und es ist sogar so heftig mit dem Netz, dass man hier, wo Katharina gerade steht, geht's noch so gerade mit dem Internet, aber sobald wir durch die Hoteltür gehen, ist nichts mehr. Also wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen Pause und essen jetzt was, schlafen eine kurze Runde und dann geht's weiter. Ich dachte, ich sitze hier, ich sehe gerade. Wir sind nämlich Nachbarn. So, wann müssen wir los? 3:15 Uhr. Hast du ihm geschrieben? 3:15 Uhr, alles klar. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein. Okay. Bis später. 3:15 Uhr. 6,5 Stunden später. Wir haben uns jetzt ein bisschen ausgeruht.
mein Zimmerkollege schläft noch. Und ich dachte mir, wir machen Katja mal ein bisschen Zeitdruck. Katja? Katja? War Alexei gerade auch bei dir am Klopfen? Er wartet jetzt schon draußen, er hat gesagt 15:45. Er hat gerade bei mir geklopft. Hä? Okay, nein, sie nimmt es nicht ernst. Okay, 15:45. Schade drum. Habe ich dich aus dem Schlaf gerissen? Ja. Oh. Ich habe geschlafen. Das tut mir natürlich echt ziemlich leid. Das ist eine glatte Lüge. Ready to work out? Ja, nicht ganz am Abend gleich. Ich auch noch nicht. Mal schauen. Wie jetzt bereit zum Workout? Schon mehr als davor. Morgen geht's ja wieder raus aus der Zivilisation. Nein, raus in die Zivilisation. Raus in die Zivilisation, ins gute alte Moskau, aber jetzt wird erstmal das Workout gemacht. Guck mal, was ich für eine Flasche habe. Voll cool, ne? Avenger. I'm back. Jetzt bin ich mit dir. Ich glaube, wir wechseln ab jetzt. Du hebst mich. Nee, das schaffe ich noch nicht. Noch. So jetzt. Nie. Okay, wir belassen es einfach dabei. Wir fragen ja die ganze Zeit die anderen, so was mit Kajasin ist. Was denken wir überhaupt über Kajasin? Oh, lass mich nachdenken. Also, ich fand Kajasin super. Echt klasse. Ja, nur für die Likes macht er das. Also jetzt mal wahre Worte gesprochen, zum Trainieren ist es echt gut. Ja, zum Trainieren ist es echt wirklich gut, weil man halt wirklich so isoliert ist, ne? Ja. Von Ablenkungen. Kein Internet. So vom Rest, also ich meine an unserem freien Tag wollen wir schon außer den halben Tag schlafen. Irgendwas anderes machen und das kann man halt hier echt schwer. Deswegen sind wir froh, den nächsten Monat in Moskau zu verbringen. Genau, wir freuen uns jetzt bald dann nach Hause, also nach Moskau fahren zu können. Nach Hause. Bei mir ist alles zu Hause. Alle weiteren Infos folgen noch. Da, давай. Plus? Мы думаем здесь только о тренировках, потому что здесь больше ничего нет. А минус? Ну и минус уже было. Ну и минус уже сказал, и тут ничего нет, кроме ледового. Понятно. Давай, подожди, сердечко делаем. Подожди, я тебе сердечки делаю. Я хочу дрыгать. О, вот, красиво. Ира, что ты думаешь про Калязин? Плюсы и минусы, да. То, что хочешь. Что же я думаю? Это мой ребенок. Самое первое, что тебе в голову. Нет интернета. Ты знаешь? Да. Ты ехать туда. Ты нет, что ты блядь? Что ты есть пятерочка? Sag mal, Katja, bist du müde? Oder noch voll fit? Nur Russen hier. Wird echt Zeit, dass ich Russisch lerne, Leute. Immer am Reden. Ich
verstehe nur in zwei Sätzen ein Wort und muss mir den Rest zusammenreimen. Aber es wird. Ich lerne natürlich jeden Abend. Die nächste Lüge ist fleißig. Weil wenn das hier unsere halbe neue Heimat wird, muss ich es ja können. Was ist denn jetzt der Plan? Crosslaufen. Ida, Jana. Lubisch Cross? Da! Yeah. Конечно. Okay, Kurs. Ira liebt Hachapuri. Oh, Hachapuri. Genau, wir gehen gleich, weil es unser letzter Abend ist, Hachapuri essen. Und, Georgisch. Und jetzt laufen wir auf jeden Fall 50 Minuten und dann sind wir fertig. Wir brauchen nochmal deine magischen Kräfte. Warte, stell dich mal dahin zum Beam. Und da sind wir auf dem Fußballplatz und jetzt wird gelaufen. Nochmal letzte Session für heute. Genau. Und dann wird's lecker gegessen. Frechheit. Katja wird einfach so mit dem Auto mitgenommen und ich darf mit den Jungs hier gehen. Aber dafür haben wir Semitschki. Like a Russian. Nein, also laufen wir gut. Wir sind jetzt fertig für heute. Nach so 7,5 Stunden ungefähr Training. Und jetzt fängt es an zu regnen, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und dann geht's sofort ins Restaurant. Also würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich. So. Wir sind jetzt gerade essen. Fußball läuft gleich. Katja, du musst dich noch was fragen. Ja. Alina ist die Letzte, die übergeblieben ist. Alina, давай. Что тебе нравится, Калязин? Ну, ты красиво же сказала, давай. Ну, ты что говорила? Да. Все уже сказали, что ли? Да. То, что здесь все дружные, мы все вместе тусим. Угу. Классно. А что тебе не понравилось? Что здесь плохая сеть. Это да, я согласна. Все, спасибо за интервью. Das sind die Überreste von unserem Essen. Wir sind komplett voll. Komplett. Das für Dani. Okay, wir sind da. Das ging irgendwie doch länger als gedacht. Das Essen war trotzdem lecker. Der ganze Tag war ziemlich lang, aber erfolgreich und gut. Und was machen wir jetzt? Wir kommen gerade vom Essen und holen jetzt Essen. So sieht nämlich das Abendessen aus. Und wir holen uns jetzt einfach Früchte. Das ist eine Frucht. Genau, wir. So. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Genau. Was anderes mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und die nächsten Videos kommen aus Moskau. Wir haben schon einiges geplant. Und jetzt sagen wir auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Ciao. Genau.